Hey Leute, ich bin's wieder, euer SoPex, und willkommen zu einem Retutorial über Sony Vegas Pro 10. Und ihr müsst mir jetzt ganz genau zuhören, damit ihr wieder nichts Falsches macht. Ihr downloadet euch erstmal die zwei Links in der Beschreibung. Erstmal den Kagan und dann Vegas Pro 10. Aber bitte für Vegas Pro 10 nicht die 64-Bit-Version runterladen. Die ist, glaube ich, noch in der Testphase, weil bei mir hat das auch nicht funktioniert, sondern die 32-Bit. Okay. Alle, die ein 64-Bit-System haben, laden sich jetzt das 32-Bit-System von Sony Vegas herunter. Ihr öffnet dann Sony Vegas, schiebt den Kagan beiseite, damit ihr nichts Falsches macht. Ausführen, weiter, ich habe bla bla bla. Verknüpfung auf dem Desktop installieren, installiert das jetzt. So. Also, alle, bei denen das Video am Ende noch funktioniert hat und ihr könnt Sony Vegas öffnen, dann bitte in den Kommentaren einzeln schreiben, eins und so Slash und dann so FUNZT, also Funzt. Und alle, bei denen das nicht funktioniert hat, ihr macht so zwei, so Slash, ne? Und dann macht ihr so Fehler. Okay? Okay, danke. Okay, und wenn das fertig installiert habt, ihr öffnet dann den Kagan. Bitte, bitte euer Antivirus-System wegmachen. Ich habe gerade meins auch gerade ausgeschaltet, weil das wird als Hack, als Hack sage ich schon, als Virus erkannt. Ihr öffnet nicht den Kagan. Ihr entpackt das erstmal in Ruhe auf euren Desktop. Öffnet nicht den Kagan, damit ihr wisst, ne? Ihr öffnet erstmal den Sony Vegas Pro Patch. So, klickt dann auf das Plus. Ah, ne, nicht auf das Plus, auf diese Film meine ich, nicht Plus. Das war so Panik, ey. Attacke. Geht dann auf Programme, da wo ihr es gespeichert habt. Bei Sony und dann auf Pro 10 und dann macht ihr da OK und dann drückt ihr auf Plus und dann drückt ihr auf Crack Me. Ja, mit installiert hast. Und noch was, wollt ihr meine Black Ops Videos noch sehen? Dann schreibt bitte so 3 in Klammern Black Ops. Ach, nicht Klammern, Slash meine ich, okay? Oder ob ihr so Black Ops Gameplay sehen wollt oder Let's Plays so, dann schreibt so in Klammern 3. Also nicht in Klammern, ihr wisst, was ich meine, nicht in Klammern. Ich sag die ganze Zeit Klammern. So, wenn ihr das gemacht habt, ne? Ihr öffnet jetzt den Kagan, nachdem ihr diesen Patch ausgeführt habt. Jetzt. Dann kommt diese scheiß nervige Musik, ihr geht auf Sony Vegas, also Vegas Pro 9. So, wenn ihr das gemacht habt, öffnet ihr Vegas Pro 10. Weiter. So, ich habe die Seriennummer. Generatet ihr das ein paar Mal, so 100 Mal so. Und dann kopiert ihr das. Fügt das hier ein. Und anstatt dieses HF, macht ihr dann, was da steht. Bei mir steht ja zum Beispiel R8, mache ich dann so R8. Okay? Falls bei euch da HF steht und ihr so R8 habt, dann macht ihr R8. Auf jeden Fall hier unten, das muss immer das erste sein. Bei mir stand ja am Anfang hier so HF, das habe ich dann geändert auf RA. Ihr drückt dann auf Weiter, macht von einem anderen Computer registrieren, macht nochmal weiter, gibt irgendeine Scheiße da ein. Mit der Registrierung bestätige ich, dass ich die Erklärung zum Datenschutz und bla bla bla, ein Häkchen. Macht Speichern irgendwo. Ja, ersetzen, weiter. Und dann gebt ihr diesen mega langen Code ein hier unten. Den Aktivierungscode. Wenn ihr den da reinkopiert habt, drückt ihr auf Fertigstellen. Und wie ihr seht, funktioniert es bei mir. Hä? Zauberei. It's magic. Könnt dann von mir aus den Kagan schließen. So. Könnt ihr auch den Kagan schließen. Dann geht auch diese scheiß nervige Musik wieder mal weg. Wie ihr gesehen habt, hat es bei mir funktioniert. Und nochmal für alle, liest die Beschreibung bitte sorgfältig. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Haut rein.